Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Nikis Nadelzauber. Wir sind in Folge Nummer 25 und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Du bist hier bei mir im schönen Höchst gelandet, im sonnigen Vorarlberg in Österreich am Bodensee. Und ich möchte mich ganz kurz vorstellen, weil wir sind definitiv wieder mehr geworden. Wir haben die 1500 geknackt. Ich danke euch ganz herzlich dafür. Ihr macht mir damit eine riesengroße Freude. Das Bedanken dafür kommt aber in einer der nächsten Folgen, die unregelmäßig erscheinen, was ich gerne ändern möchte, aber irgendwie nie schaffe. Aber ich nehme es mir jedenfalls immer wieder vor. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin 41 Jahre alt, bald 42 und ja, lebe hier mit meinem inzwischen Mann. Jetzt kann ich das ganz offiziell sagen. Und seinen Kindern zwischendurch in Höchst auf der Bodenseeseite in Österreich. Und ja, Stricken ist mein liebstes Hobby, über das ich gerne mit euch reden mag. Auch nähe ich sehr gerne. Und an meinem Shopping-Erlebnis lasse ich euch auch teilhaben. Ja, dann starten wir, würde ich sagen. Ne? Viel Zeit ist wieder mal vergangen. Ich habe ein bisschen mehr Zeit für die Vorbereitung noch gebraucht, weil wir für unsere standesamtliche Hochzeiten noch ein kleines Gartenfest organisiert haben mit ein paar Freunden, weil das ist ja jetzt hier in Österreich wieder möglich gewesen, also mit ein bisschen Familie und Freunde. Und ja, es war im Endeffekt total nett und lieb und schön und ich freue mich, dass ich jetzt endlich einen Buchstaben in meinem Nachnamen getauscht habe. Ja. Ja, und von dem her ist ein bisschen mehr Zeit vergangen, als ich eigentlich vorhatte. Und ja, ich habe ein bisschen was geschafft, ein bisschen was genäht und ich habe sogar etwas fertig bekommen, was ihr noch gar nicht gesehen habt. Die Jenny vom Wolligen Geplauder hat gewürfelt und für das dritte Projekt Strick 6 in 2020. Und das dritte Projekt hatte die Nummer 4 und das war bei mir der Luna Shawl von Maschenfein, von Marisa Nöldecke. Und den habe ich gestrickt aus der Wolle von, also die habe ich euch schon mal gezeigt. Von Pearl and Knit. Das sieht man gar nicht so ganz genau. Vom Pearl and Knit Yarn. Das ist die Two-Ply bei ihr. Die High Twist mit 75 Merino und 25 Poly. Das sind 420 Meter auf 100 Gramm. Und das habe ich mir in der Farbe Crystal geschickt. Das ist noch der Rest, was übrig geblieben ist. Ja, eine wunderschöne Färbung. Eher so graugrün mit unterschiedlichen Sprenkeln. Und das ist daraus entstanden bei mir. Das ist der Luna Shawl. Der hat ein Strukturmuster. Auf der Seite ist es immer wieder glatt rechts mit einer Reihe dazwischen, die kraus gestrickt ist. Die andere Seite ist kraus gestrickt mit immer wieder einer Reihe, wo glatt dazwischen ist, damit sich es ein bisschen abhebt. Ja, dafür, dass ich nur anderthalb Knäuel eigentlich verwendet habe, ist es doch noch beim Waschen und, oder beim Waschen nicht, aber beim Baden noch etwas gewachsen. Und es ist nicht sehr tief, das nicht, aber ich finde, es hat eine wunderschöne Höhe, um es schön um den Hals zu drapieren. Es ist ein asymmetrisches Dreieckstuch. Ja, ich mag diese asymmetrischen Tücher total gerne, weil ich die wunderbar eng am Hals drapieren kann, ohne dass ich zu lange Zipfel habe. Und das ist auch der Grund, warum ich bei mir eigentlich immer darauf achte, dass ich diese asymmetrischen Dreieckstücher, wo mit der High Twist, also der Sockenwolle, gewaschen werden, also Superwash, die wachsen. Und dann versuche ich die wirklich
mit einer sehr kleinen Nadel zu stricken, dass die bei mir nicht so riesig werden, wie eigentlich vorgesehen. Eigentlich wäre es in DK-Wolle vorgesehen gewesen, das Tuch. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr dünn geworden. Ein luftiges Sommertuch, was zwar auch warm hält. Also wenn man es sich nur um die Schultern legt, wärmt es ein bisschen. Aber so eng am Hals drapiert, schon ein wenig mehr. Ja. Mein Luna-Tuch von Marisa Nöldicke alias Maschenfein. Gibt es auf Ravelry, ist eine Kaufanleitung. Ja, Farbe Crystal habe ich gesagt von der Wolle. Mir sind ungefähr, ich glaube das sind 55 Gramm circa, was mir übrig geblieben ist. Ich habe mich dort auch an die Anleitung Gott sei Dank gehalten, weil jetzt im Nachhinein, nachdem das Tuch so gewachsen ist, bin ich auch ganz froh darüber, dass ich mich da relativ an die Anleitung gehalten habe, weil ich tatsächlich vorher überlegt habe, ob ich es nicht vergrößern soll. Habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. So, das war mein allererstes Strick 6 in 2020, was tatsächlich in der vorgegebenen Zeit fertig geworden ist. Obwohl, es sagt kein Mensch, dass man bei diesem Strick 6 in 2020 fertig werden muss in der Zeit. Ne? Also ich sag gleich dazu an meinem Ginny-Cardigan, was das erste Projekt war. Das haben wir ja im Jänner gestartet. Ja, habe ich gar nicht weiter gestrickt, weil das ist mir auch jetzt viel zu warm im Moment. Und an meinem Weekender ist im Moment auch nichts weitergegangen. Aber wir haben ja noch ein Projekt, Strick 6 in 2020. Das war die Nummer 2. Das wurde gezogen für März, April. Und ich stricke das aus der Merino-Wolle von Seven Ocek. Die habe ich in Leipzig gekauft. Das ist so ein wunderschönes Hellblau, Rauchblau. Ja, Merino-Wolle in einer Zusammensetzung 100% Merino Superwash. 400 Meter auf 100 Gramm, eine Vorplei. Ja, daraus stricke ich mir den Whippet Cardigan. Der Whippet Cardigan ist von Anke Strick und findet ihr auf Ravelry. Ist ebenfalls eine Kaufanleitung und da ist der Körper fertig geworden. Jetzt versuche ich euch das mal so zu zeigen. Ich habe die kurze Variante gestrickt, weil mir das ganz gut gefallen hat. Das habe ich jetzt beim Elton Cardigan gesehen, den ihr nachher auch noch seht. Ja, jetzt muss ich das. Ich hätte einen Bügel mitbringen sollen, das wäre viel einfacher gewesen. Da, wo der Marker hängt, muss ich schauen. Da war ich beim letzten Mal und der Teil vom Körper ist dazugekommen. So wie ein bisschen Ärmel. Ja, der Marker markiert eigentlich nur, wo die Abtrennung gewesen ist vom Ärmel, damit ich mich an den Kaffeeböhnchen orientieren kann, wo ich bin. Ja, ein bisschen was fehlt noch. Jetzt bin ich ungefähr bei der Ellbeuge. Ja, der wächst auch vor sich hin. Die Wolle lässt sich unheimlich gut verstricken. Ich habe wieder italienisch abgekettet, da wo sich das so rundherum schlägt, ist inzwischen eigentlich eine schöne Abkettart bei mir geworden. Ja, was ich verändert habe an dieser Anleitung, weil die sieht eigentlich vor, dass ich den gesamten Ärmel mit dem Kaffeeböhnchenmuster ab hier eigentlich, wie beim Körper auch, weiter stricke. Das habe ich nicht gemacht. Bei mir verläuft das Kaffeeböhnchen auf dem Ärmel entlang der Rest wird glatt rechts gestrickt und ich werde ihn nicht schließen, weil ich habe das Kaffeeböhnchenmuster auf, wo ich die andere Seite da, habe ich auf beiden Seiten gemacht. Das habe ich mir, ja, halt umgerechnet, kannst du nicht sagen, ne? Nicht umgerechnet, wie heißt denn das? Ja, halt so umgetan mit den Maschen beim Kragen, dass es mir nachher passt. Und da muss man eigentlich nicht mehr viel überlegen. Ja, Ärmel wächst.
Es kommt beim Ärmel ein viel längeres Bündchen als beim Körper. Also ungefähr da fängt schon das Bündchen an und der kommt bis darunter. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir bisher noch nicht abgenommen. Keine einzige Masche. Wir werden sehen, ob mir das nachher so passt, gefällt. Ja. Aber im Moment ruht auch dieser Cardigan, weil, das zeige ich euch nachher, da ist noch was anderes dazwischen gekommen. Ja, dann habe ich ein klein wenig weiter gestrickt. An meinem Tuch, der Gaudi Shawl. Der Gaudi Shawl ist eine Anleitung von der Annike von Pearl & Knit. Und bei mir wird der gestrickt aus Wolle von Kirstin von Quickstrick. Und zwar habe ich dort die High Twist Zock Merino in zwei Farben. Das ist einmal diese und einmal so ein ganz heller Blushton. Und diese beiden werden bei mir, jetzt muss ich gucken, wo der Marker sitzt, zu dem Gaudi Shawl. Ja. Beim letzten Mal, wo ihr es gesehen habt, da war ich da unten, wo der Marker hängt. Dieser Teil ist noch dazugekommen und ein bisschen was muss ich noch stricken. Danach bin ich in der Höhe, wo man dann nur noch, ja, na, da bin ich noch nicht, wo man dann nur noch abnimmt. Ja, mein Gaudi Shawl. Das sieht toll aus, ne, wenn sich das unten so verdreht hat. Ja. Der Gaudi-Shawl. So, jetzt aber. Ist wunderbar weich. Ich habe dort die zweite Farbe einfach immer mitlaufen lassen. Und im Nachhinein kommt an die Seite auch noch ein Eikord dran, sodass man das nachher nicht mehr sieht, weil sonst hätte ich abgeschnitten und hätte vernäht. Ja. So. Das war mein drittes Projekt. Nein, nicht ganz. Ein fertiges und zwei. So. Dann hat ein neuer Karl gestartet bei mir, den ich ebenfalls aus der Quickstrickwolle stricke. Das hört sich an, eine Quickstrickwolle stricke. So, den gibt es auch in zwei Farben. Das ist meine Hauptfarbe, Grau. Und ein schönes Lila. Altrosa? Es ist nicht pink. Cadillac heißt die Farbe. Ist ja egal. Ich muss sie nicht beschreiben. Ich weiß nur, dass sie mir sehr gut steht und dass ich mich jetzt schon drauf freue. Den Pulli selber habe ich schon mal gestrickt. Und als Kontrastgarn darf auch die Steffi mit reinwandern. Und zwar mit meiner Wolle von dem ersten Boxy, den ich daraus gestrickt habe. Das wird mein Kontrastgarn. Und zwar stricken wir erneut den Boxy von Susanne Sommer. Und zwar habe ich den ersten Ärmel fertig. Ja, so, erster Ärmel fertig. Abgehakt. Viel mehr ist noch nicht passiert, muss ich zugeben. Die anderen sind viel, viel weiter, also zumindest zwei sind schon viel weiter als ich, aber das bin ich schon gewohnt. Ich bin zwar wirklich keine Strickschnecke und wenn ich monogam an einem weiter stricken würde, dann wäre der Pulli auch viel schneller fertig. Tue ich aber nicht. Ja, und da sieht man, in der letzten Reihe, hoppala, da habe ich dann wirklich noch das Kontrastgarn. Ich habe, also, habe ich jetzt schon? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht sollten wir nicht so aufnehmen, wenn wir konfus sind. Ich habe die Anleitung
der Chevron-Boxy von Susanne Sommer gewählt. Erneut, weil ich den Pulli sehr gerne mag. Weil ich überhaupt sehr gerne diese kastenförmigen Pullis gerne trage. Und weil ich den ersten so gerne trage. Und irgendwie ist es cool, du bist relativ schnell fertig, ohne dass du das Gefühl hast, du hast deinen Ärmel gestrickt. Und wenn du nachher den Körper fertig hast, ja, das muss noch umgeklappt werden und angenäht werden. Da wird so ein doppeltes Bündchen. Ich hätte es gleich mit anstricken können, habe ich nicht. Ich habe da faules Mädchen, langes Fädchen gewählt. Ich nähe das Ganze dann an. Dann wird ein Teil von dem Ärmel zusammengenäht. Und das ist das, was ich verändert habe. Ich habe nämlich bis diesen Teil am Rand mit einem I-Cord gestrickt, dass ich ihn nachher besser aufnehmen kann. Und den Teil ohne I-Cord, da nähe ich zusammen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das klappt. Und wir werden sehen, ich werde berichten. Die Wolle fässt sich toll an, Kirsten. Also, ich bin echt total begeistert. Ich habe das Ganze auf einer Dreiernadel gestrickt. Und auch die Farbe kommt richtig gut raus. Ja, ansonsten hebe ich mich an meine erste Variante. Das Einzige, was ich dort verändern möchte, ich finde es ein bisschen schade beim ersten, dass von diesem Kontrastgarn, von dem, wo ein Streifen an den Ärmelabschluss kommt, dass dort nichts weiter irgendwo rankommt. Und zwar möchte ich unten beim Körper, möchte ich ganz gerne, bevor das Strukturmuster kommt für den Abschluss des Bündchen, was eigentlich das Bündchen nachher ist, möchte ich gerne eine Reihe Kontrastgarn einfügen. Oder zwei. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Ja. Wächst und gedeiht. Wie gesagt, die anderen sind ein bisschen schneller. Brigitte Feig, also Brigitte und Frauke. So. Brigitte und Frauke sind schon weit voraus. Ich glaube, sie müssten inzwischen fertig sein, wenn mich nicht alles täuscht. Meine liebe Grit und auch mein liebes Puppenhäcksle, die Evelyn, wir hinken ein bisschen hinterher. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich diejenige bin, wo den kleinsten Teil davon erst hat. Das weiß ich nicht. Ja, und irgendwie befinde ich mich derzeit auf Ärmel Island, weil irgendwie gefühlt an jedem meiner Oberteile fehlen die Ärmel. Und das ist so richtig zäh, richtig, richtig zäh. Aber was soll's, ich kann es nicht ändern, irgendwann müssen die Ärmel ran. Und ja, so auch bei meinem nächsten Projekt, der Elterncardigan, den ich ja aus Dropswolle stricke. Er ist nicht fertig geworden, standesamtlich geheiratet habe ich trotzdem, auch ohne Eltern. Ich habe ein anderes kleines Bolero-Jäckchen getragen, aber ja, das ist die Drops-Fabel, das ist die uns normale Sockenwolle von Drops, relativ weich, aber ich bin da auch nicht so empfindlich. Und die Drops Lace, die besteht zu 100% aus Alpaka. Jetzt muss ich gerade überlegen, sind das wirklich 100%? Wo ist denn der Zettel? Kein Zettel da. Da ist wirklich kein Zettel da, ne? Hallo? Doch, da. Die Drops Lace, und zwar die Drops Lace besteht, Entschuldigung, 70% Alpaka und 30% Seide, das ist das Label dazu. Ja. Aus den beiden stricke ich mir meinen Elterncardigan. So, und jetzt bereue ich es wieder, dass ich keinen Bügel mitgebracht habe. Wo bin ich denn? Er ist noch nicht gewaschen, noch nicht gespannt und er ist auch immer noch nicht fertig. So, beim letzten Mal gesehen habt ihr das gute Stück hier hinten am Rückenteil. Da hängt der Marker. Der Körper ist fertig. Den habt ihr noch nicht gesehen gehabt, den kompletten Körper. Es ist auch bereits ein Ärmel dran. Und beim zweiten fehlt nicht mehr so viel. Wenn man sich nicht die ganzen Maschen runterzieht, dann passiert da auch bestimmt nicht so viel. Heieiei. Ach Gott, naja.
Also, da fehlt nicht mehr so viel. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Bin jetzt 6, 7, 8, 9. Da fehlen noch viermal die Streifenfolge. Dann ist auch der Ärmel fertig. Lass das jetzt so weit hintergezogen. Und dann fehlt mir noch der Kragen und die Knopfleiste. Ja. Wie man sieht, es kommt auch mit diesem Garn sehr schön raus, die Streifen. Obwohl es Einheitsfarbe ist, weil das Drops Alpaka, also das Lace, ist wirklich sehr schön dünn und auch ein bisschen fluselig, so wie Mohair, nur nicht ganz so fluselig. Ja, weich ist er trotzdem allemal. Ich hoffe, aber ich kann nicht sagen, dass ich hoffe, dass der bis zum nächsten Mal fertig wird. Nein, das hoffe ich nicht. Also, das weiß ich nicht. Wird auch nicht der Fall sein, glaube ich nicht. Also das täte mich jetzt stark wundern, wenn ich das schaffen täte. Das wäre eine Herausforderung, weil dann muss ich ja auch noch freiwillig die ganzen Maschen aufnehmen. Am Kragen und am Ausschnitt und ja, ob ich das... Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall strickt es sich das Garn wirklich gut. Die Anleitung ist toll beschrieben. Muss man überhaupt kein Denkton. Das funktioniert. Es ist halt einzig und allein, ja, so meine Überwindung, wo dann so, will ich das jetzt machen? Will ich jetzt die ganzen Maschen vom Kragen? Und reicht es nicht schon, dass ich lauter Ärmel stricken muss, so nach dem Motto? Ja, ja, und dann gibt es noch ein Projekt, was ihr noch gar nicht kennt. Also ihr habt es ganz sicher schon in anderen Podcasts gesehen. Ich stricke mit beim Kunkel Karl. Der ist inzwischen eigentlich fertig. Ich nicht. Mir fehlt der letzte Abschnitt. Mehr fehlt nicht mehr. Aber mit dem letzten Abschnitt, ich habe schon angefangen und wir werden sehen. Ich habe die Wolle geteilt, weil ich stricke das Ganze auf zwei Rundstricknadeln. Und das ist die Wolle dazu. Das ist das Mondschaf in der Qualität Pegasus. Und The Cake is a Lie ist die Farbe. Ja. Ich bin eigentlich ganz stolz auf mich und das hat auch super funktioniert. Und ich würde es auch beim nächsten Mal jederzeit wieder so machen. Und zwar beide Socken gleichzeitig auf einer Rundstricknadel. Weil ich kriege dort auch nicht so die Leitern wie mit dem Crazy Trio. Ja, das weiß ich nicht. Das sieht man wahrscheinlich gar nicht so schön. Ne? In der Mitte kommt da ein Kreuz. Mit überzogenen Maschen, also man verzopft immer eine, also zwei Maschen miteinander. Das funktioniert super ohne Stricknadel, ohne Hilfsnadel, also mit Stricknadel schon. Entschuldigt, ich habe das heute nicht so. Ja, und das ist das Muster vom Schaft. Da laufen immer so die verschränkten hin und her. Ich verlinke es euch in der Infobox unten, das Muster, das ich das Zack-Zick-Muster von Annette von The Nerd Knits. Und ich bin total begeistert von der Fersenart. Sie bietet mehr Platz als eine normale Bumerang-Ferse. Es tut mir leid, es will nicht. Als eine normale Bumerangferse. Also auch wer einen hohen Schaft hat, kann mit dieser Ferse wirklich gut was anfangen. Habe ich jetzt gesagt, hoher Schaft? Man merkt, dass ich Kasockenstrickerin bin. Hohen Spann, ne? Ja. Und ja, ich muss den Mustersatz jetzt noch einmal wiederholen und dann kann ich die Spitze anfangen. Also ein bisschen was vom letzten Muster, von Etappe 4, habe ich ja geschafft. Das war nur bis da. Ein bisschen was habe ich geschafft, ja. Für euch habe ich natürlich alles geschafft, weil ne, das
seit dem letzten Mal passiert ist. Ja, ich bin eigentlich ganz happy und bin auch ganz froh, dass ich so mein erstes Weihnachtsgeschenk fast fertig habe. Ja, ich verschenke dieses Jahr genau einmal Socken. Für den Rest muss ich mir noch was überlegen, aber ich verschenke genau einmal Socken und das sind die für meine Schwiegermutter. Ja, weil eigentlich ist dieses Jahr wieder etwas Gestricktes dran und ich überlege, ob ich faul sein soll und für Schwägerin und ihre Tochter, also quasi die Nichte von meinem Mann, ein Tuch nehme, welches schon fertig ist, was bei mir so schön herumliegt und keine Verwendung findet, wo ich auch noch nicht getragen habe. Ob ich dort einfach ein Tuch raussammle, weil dann habe ich dort schon mal einen Teil fertig. Dann wäre ich dieses Jahr ganz schnell. Und dann brauche ich nur noch etwas für zwei Herren der Schöpfung. Für meinen Schwager und für den Freund der Nichte. Da weiß ich aber noch nicht genau was. Ich möchte nicht noch ein paar Socken stricken. Ja. Weil letztes Jahr gab es eine Kulturtasche, das fanden eigentlich beide ganz toll. Da war was Genähtes. Aber vielleicht habt ihr noch eine Idee. Ich weiß nicht, ob ein Kaul, aber sonst mache ich einfach Mützenträger beim Fahrradfahren. Das wäre auch noch eine Idee. Eine tolle Mütze. Ja, ja, dann brauche ich noch. Schießt mal raus mit euren Ideen. Ja, ihr braucht noch zwei Mützen, so Herrenmützen. Ja. Würde mich freuen, wenn ihr mir da unten in die Kommentare Anleitungsideen bereitstellen könntet. Das hört sich cool an, ne? Bereitstellen könntet. So, dann habe ich genäht. Und zwar gab es noch zwei Aufträge für mich. Einmal hat eine Instagramerin mich angeschrieben, die liebe Alex, ob ich ihr auch so eine Tasche nähen könnte, wie ich der Sandra von Sandras Lieblingszeug genäht habe. Und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und habe auch eine genäht. Habe dort eine, ja, das ist so ein olivgrünes Kunstleder mit so einem goldfarbenen weißen Stoff gemixt. Und innen einen marmorierten. Ja, die Anleitung ist von Chico, schieß mich nicht tot, 0043. Ist eine japanische Nähanleitung auf YouTube. Den Ton braucht man nicht, sie erzählt auch nichts, sie lässt bloß Musik laufen dabei, aber man kann das sehr gut nachnähen. Die wäre fertig, sie freut sich schon. Und die zweite Tasche ist für die liebe Susanne von Farbenspielerei. Der habe ich vorhin gerade geschrieben, dass die Tasche fertig ist. Und sie hat sich die ebenfalls in einem Kunstleder gewünscht. Da haben wir so ein, jetzt muss ich versuchen. Das ist schon so, naja, man sieht es in der Kamera, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nachher sehen kann. Jetzt sieht man es da. Da ist schon so ein geprägtes Rauten, genähtes Rautenmuster drauf. Das gab es bereits so zu kaufen. Und dazu einen rosé, altroséfarbenen Blätterstoff. Ja, innen habe ich mich auch für den marmorierten Stoff entschieden. Ja. Und dann kann die hoffentlich auch bald auf die Reisen gehen, weil jetzt sind ja die Grenzen auch wieder offen. Das heißt, ich kann ab Lindau wieder verschicken und werde jetzt auch die anderen anschreiben, dass ich die Adressen brauche und dass ich dann verschicken kann. Ja, dann habe ich euch ja... Aua! Ja, so geht's auch. Beim letzten Mal erzählt, dass ich bestellt hatte. Und zwar habe ich bestellt bei dem Shop Algarvo. Und der Shop Algarvo, der führt ganz viel Dropswolle auch. Und da habe ich euch an die Kamera gehalten, den Velichor von Andrea Mori.
Und dort habe ich mir eine Farbkombi ausgesucht. Und zwar in der Drops Flora. Die Drops Flora ist eine Garnqualität mit 65% Wolle und 35% Alpaka. Und zwar in den Farben. Das Rosé ist meine Hauptfarbe. Die Farbe, die danach am meisten gebraucht wird, ist so ein Jeansblau und ein Weiß. Die wird am wenigsten gebraucht, davon habe ich nur 2 Knollen und 6 von dem und 4 von dem Blauer. Sollte eigentlich ausreichen. Ich bin gespannt. Und dann habe ich euch noch den Mai gezeigt von der Andrea Mori. Und den habe ich mir in der Drops Lima, oder dafür habe ich mir die Drops Lima bestellt. Das ist auch 65% Wolle und 35% Alpaka. Allerdings ist es der große Bruder von Flora, und zwar die Lima. Und die ist ein bisschen dicker. Die hat, wenn das jetzt irgendwo stehen würde, steht gar nicht da. Das ist nicht lustig. Da steht es 100 Meter auf 50 Gramm. 100 Meter auf 50 Gramm und die Drops Flora hat 50 Gramm sind 210 Meter. Ja. Das habe ich geshoppt. Und da ich noch mitgereist Knöpfe für den Elterncardigan, wenn er fertig ist. Wahrscheinlich von der Größe her werde ich diese verwenden. So, das sind so Perlmuttknöpfe in ganz hellem Rosé-Ton. Die werde ich verwenden. Wahrscheinlich, also ich habe 6 Stück von denen und auch 6 Stück von der größeren. Und die größeren, ja, ich habe nicht gewusst, also halt, ich habe nicht gewusst, ne, stand schon dran, wie groß die ungefähr sind. Die sind größer. Wenn ich die aber nebeneinander halte, gefällt mir, glaube ich, zu dem zarten Cardigan eher die kleineren. Weil ich weiß es noch nicht. Also es ist beides dasselbe. Es sind so roséfarbene Perlmuttknöpfe. Und die werde ich für meinen Elterncardigan verwenden. Entweder die kleineren oder die größeren. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, wie viele Knöpfe ich wirklich dran mache. Ich habe eigentlich nur vor, so, wenn, dann schließe ich ihn, glaube ich, nur oben. So mit 1 oder 3, also maximal 3 Knöpfe. Ich weiß aber noch nicht, ob das doof aussieht, wenn ich wirklich nur 3 Knöpfe dran mache. Ja, mal schauen. Wir werden sehen. Ich werde berichten. Irgendwann würde ja der Elterncardigan dann auch einmal fertig werden. So, das war mein Einkauf bei Algarvo. Und dann habe ich noch bei der lieben Kirstin geshoppt. Besser gesagt, ich habe mir für mein letztes Projekt Strick 2620 für den Icy Spring von Jorge Locatelli, weil der steht ja auch noch auf der Liste, habe ich mir noch einmal Wolle gekauft und zwar von Quickstrick wieder einmal. Die habe ich mir bestellt bei der lieben Kirstin, habe gesagt, färb mir mal was Schönes, am besten so in einem schönen Pink, semisolid mit ein paar Sprenkel. Dann hat sie mir das geschickt und ich hätte ausgesehen wie ein Schweinchen rosa. Nicht schlimm, nur nicht, es hätte mir echt nicht gefallen. Ich bin ehrlich. Aber dann hat sie gleich mitgeschaltet, weil sie hat dann noch was gefärbt und hat das nur gesehen und hat sich gedacht, das ist Niki durch und durch. Und was soll ich sagen, es ist genau so. Das ist Niki durch und durch. Ich muss euch das... Das ist zwischen Rosé und Weißgrau angehaucht und Grau, so eine wunderschöne Mischung. Und darin kann ich mir den Icy Spring wirklich super vorstellen. Ich habe da jetzt 4 Knoll
körnig, strenge. Mit jeweils 420 Meter auf 100 Gramm. Das ist ja auch eher so im Boxy-Style gehaltener Pulli. Was ich machen werde, der hat lange Ärmel. Das ist jetzt nicht das Richtige für mich, habe ich festgestellt. Ich werde mir dort auch 3/4 Ärmel stricken. Von dem her sollten 4 reichen. Ja. Das ist herrlich, die Farbe, ne? Ist sie schön. Und sie ist wieder so weich. Es ist wieder die Qualität High Twist Sock Merino und mit 25% Superwash Merino und 25% Poly, 425 Meter auf 100 Gramm. Und ich bin so froh, so schön. Ja, dass ich ganz fest hoffe, dass der Pulli gezogen wird beim nächsten Mal ziehen. Das wird jetzt eh in 2 Wochen der Fall sein, dass wir eine neue, oder in 1,5 Wochen schon, ne? Ah, ja, die Zeit rennt auch, dass wir eine neue Zahl kriegen, weil es kommt ja der Juli, August. Es fehlen noch 3 Projekte, ne? Ja, 3. Ich bin gespannt. Ja, ich habe euch alles gezeigt. Fertig? Ja, was soll ich euch erzählen? Gibt es so viel zu erzählen? Wir haben nach der Hochzeit die Zeit total genossen zu zweit, deswegen habe ich auch in meinem Urlaub kein Video aufgenommen, sondern erst diese Woche. Ja, wir hatten echt richtig, richtig Glück mit dem Wetter. Es hat am Vormittag, also halt am Vormittag noch geluftet. Und wir hatten echt schon Angst, super, das wird uns alles verregnen. Und wenn es luftet, dann können wir natürlich die Markise nicht draußen lassen. Wir hatten einen Koch bestellt, der gegrillt hat für uns und alles vorbereitet hat. Und ja, es war richtig schön. Meine Trauzeugin hat mich am Morgen überrascht und hat Frühstück mitgebracht. Wir haben am Morgen schon Sekt getrunken, sind zum Friseur gefahren und ja, dann sind wir wieder zurück und es war dann schon 11 und haben, eigentlich wollte man Leberkässemmel essen zum Mittag, damit wir was im Magen haben, es hatte aber komischerweise keiner einen Hunger, also haben wir uns gerichtet, der Trauzeuge kam, war nervöser als alle anderen, also komischerweise bis dahin war ich eigentlich überhaupt nicht nervös, mein Mann auch nicht. Als er kam, waren wir alle nervös, weil er alle 3 Minuten, ich gehe noch eine rauchen, ich gehe noch eine rauchen. Ich sage, du warst doch gerade, ja, aber ich bin so nervös, ich muss nochmal. Ich sage, aber du weißt schon, dass nicht du heiratest. Ne? Aber es war echt lieb. Ja, dann sind wir zum Standesamt gefahren, haben uns trauen lassen. Dann war auch ich nervös, dann habe ich mir nur so gedacht, wo der Standesbeamte angefangen hat zu reden, denke ich mir, mach hin, mach, mach, ich will nur Ja sagen, ich will nur Ja sagen. Ja, wo wir fertig gewesen sind, habe ich nur gemeint, ja, eigentlich hätte noch eine Fotografin da sein sollen von der Gemeinde, die ein Foto macht für Voller-Tee. Und denn der Standesbeamte, ja, die müsste unten auf euch warten, geht so vor. Ah ja, da warten noch ein paar mehr, irgendwas total lieb. Die neue Filiale, wo ich im November angefangen habe, sind alle da gestanden. Auf der anderen Seite ist das komplette Team von meinem Mann gestanden und die haben uns mit Sekt und Bier überrascht und haben uns mit Rosenblättern und Reis beworfen. Oder halt, ne? Ja, dann haben wir dort angestoßen. Es war total schön. Sie haben das Auto eingepackt mit Absperrband, weil meine Mannschaft in einer Baufirma und haben das mit Absperrband eingepackt. Wir haben es nachher erstmal herausschneiden müssen. Ja, es war total lieb. Sekt haben wir getrunken, dann sind wir wieder zurück und haben dann wirklich toll gefeiert bis in die Nacht. Ja, also es ist zwar was anderes, wenn man das in einer Location macht, als wie zu Hause, aber es war irre gemütlich, es war wunderschön. Ich habe mich gefreut, dass ein paar meiner Mädels gekommen sind und dass wir wirklich angestoßen haben wir eigentlich gar nicht, das haben wir komplett vergessen, mit Sekt anzustoßen. Aber es war total schön. Ich habe mich irre gefreut. Das Wetter hat
super bombastisch gehalten. Es hat nicht einen Tropfen geregnet, obwohl, wo ich beim Friseur raus bin, hat es gerade angefangen wieder zu schütten. Es war bombastisch. Es hat nicht geregnet. Es kam die Sonne raus. Wir haben tolle Fotos machen können. Also meine Trauzeugin und Freundin hat sich dort echt super bewährt. Die hat Fotos gemacht. Total toll. Ja. Glücklich verheiratet. Ja, ich hoffe, das bleibt auch so, dass wir uns da richtig drin wohlfühlen. Aber ich denke schon, das passt dermaßen gut bei uns beiden, dass ich mich irre freue. Ja, was anderes ist nicht passiert. Seit einer Woche bin ich auch wieder am Schaffen. Beim Namen muss ich mich nicht so sehr umgewöhnen. Wer mich auf Instagram kennt oder mir folgt, der hat es schon gesehen, oder auf Facebook. Da hat sich nicht so viel verändert. Nur ein Buchstabe, weil wir beide relativ gleich heißen. Ja, aber sonst war es das erste Mal von mir. Ich hoffe, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann möchte ich in 2 Wochen spätestens wieder aufnehmen. Vielleicht schaffe ich es nächste Woche. Ich muss mich mal wirklich an die Nase nehmen und da dranbleiben, dass ich öfter vor euch aufnehme, als ich das in der letzten Zeit getan habe. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Habt's fein, strickt viel, genießt die Sonne draußen und ja, viel Spaß. Tschüss!